Im heutigen Video geht es darum, wie man mit wenig Ausrüstung richtig professionelle Fotos macht. Und nicht verwirren lassen, das, was hier so ein bisschen aufgebaut ist, das steht auch für das Video, was wir gerade drehen hier. In Wirklichkeit, und darum dreht sich's, braucht man einen Aufsteckblitz, zwei Aufsteckblitze, eine Halterung, dann jeweils ein Stativ plus einen Schirm, den Funkauslöser und die Kamera. Also ein kleines, mobiles Aufsteckblitz-Setup für Entfesselblitzen. Und dann kann's losgehen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Vielleicht auch mal kurz eine kleine Erklärung, nämlich in Bezug auf diesen Aufbau hier. Aufsteckblitze haben ja kein Einstelllicht und wenn sie ein Einstelllicht haben, Moment, ich kann es mal kurz anmachen. Wie geht denn das überhaupt an? Ach ja, hier. Das ist jetzt sozusagen das Einstelllicht, was da angeht. Ich kann es nicht mal anmachen. Ah, jetzt hier. Das ist jetzt so das Einstelllicht, was hier angeht und ich mache jetzt einfach mal das Filmlicht aus und dann sieht man, wie funzelig das Einstelllicht ist. Das ist einfach nicht hell genug zum Filmen und deswegen haben wir hier so ein bisschen Hilfslicht rangebaut. Nicht verwirren lassen, diese Dedo-Lights, die hier unten drunter sind, das sind LED-Dauerlichter, die sind nur rangemacht, um zu verdeutlichen, was der Aufsteckblitz macht. Wir machen das also, damit das Video hier besser begreifbar wird, weil das ist eine Kernschwierigkeit von Aufsteckblitzen, dass man nicht erkennt, was sie eigentlich machen. Also, nicht verwirren lassen. Folgendes. Ich will ein Beauty-Set machen. Das hat man ja sicherlich schon gesehen im Intro. Wir haben wieder die Helena hier vor uns, ihrer Nase und ein unfassbar tolles Model. Und ja, das ist auch ein Element, um professionelle Bilder zu machen, braucht man auch die entsprechenden Personen vor der Kamera. Aber das ist auch der Punkt, der interessant ist. Man braucht nur das richtige Wissen und gar nicht so viel, um dann mit diesen Zutaten das finale tolle Foto zu machen. Ich habe hier eine MFT-Kamera mit einem Kit-Objektiv. Das ist die GX9 mit dem 2060, 1260, was Blende 2.8 bis 4 ist, was ich hier auf Blende 4 fotografiere mit ISO 200 und eben einer 160 oder 200 Verschlusszeit, je nachdem, was eben halt der Blitz gerade, glaube ich, eingestellt hat. Also Synchronzeit ohne Highspeed, ohne irgendwie Besonderes, ganz normale X-Synchronzeit. Und diese beiden Blitze, die machen mir mein Licht. Und das, was man als Fotograf beherrschen muss, ist mit zwei Aufsteckblitzen den Klassiker der Beauty-Lichtsetzung zu machen. Und zwar, ich habe einen Schirm in großen, einen anderen großen Schirm und die stehen von links und rechts. Ich baue die oftmals gerne so ein bisschen asymmetrisch. Also das merkt man wahrscheinlich, dass der eine so ein bisschen rüber geht, der andere ein bisschen enger ist. Also so wenn man so verschiebt, dann finde ich das relativ toll. Ein bisschen Asymmetrie bringe ich rein, aber ansonsten nutze ich zwei riesengroße 1,50 Meter Schirme, um das Motiv und das Porträt auszuleuchten. An den Blitzen sind noch so kleine Domes dran, denn ohne die Domes würde man den gleichen Effekt haben, den jetzt gerade die Dedos hier machen. Der Dedo, der ist ja fokussierbar. Und wenn man ihn in einer gewissen Weise fokussiert, dann leuchtet er den unteren Bereich, den äußeren Bereich des Blitzes, des Schirmes gar nicht aus. Und dieses Problem haben auch die Aufsteckblitze, dass sie bei einem 1,50 Meter Schirm nur die Mitte rausnehmen. Und dann braucht man eigentlich keinen so großen Schirm, dann kann man auch einen viel kleineren Schirm nehmen. Bedeutet, wir brauchen diese Joghurtbecher, die zwar sehr raubend sind, was die Leistung betrifft, aber die brauchen wir, um wirklich den gesamten Schirm perfekt zu füllen. Wir können an der Stelle auch mal kurz einblenden. Ein Foto ohne den Dom und dann das Foto mit dem Dom. Da merkt man zwar, es ist deutlich einheitlich ausgeleuchtet, aber es ist auch deutlich dunkler ausgeleuchtet, weil eben dieser Dom Leistung kostet. Aber dann muss man halt eben am Blitz ein bisschen hochgehen. Was man hier jetzt macht, ist zwei große Lichtquellen von vorne, die einfach auf das Modell draufblitzen und dann hat man ein richtig tolles Make-up, eine tolle Idee mit den Blümchen in den Haaren, was Sommerliches, mit den Pastelltönchen und alles ist wunderbar. Wir hatten jetzt hier nur einen Chroma-Key-Hintergrund von unserem Videobedarf, dass wir sozusagen Leute irgendwo reinkatapultieren. Den werden wir einfach ein bisschen in der Sättigung runterziehen und da war eben auch noch ein dritter Blitz drauf. Man kann auch mal die Bilder hier einblenden, ohne Blitz, mit Blitz. Das macht keinen so großen Unterschied. Ich fand es einfach ein bisschen... Das ist halt wieder was so Lichtsetzung betrifft. Man kann das Bild auch ohne den dritten Blitz machen. Und eigentlich wollte ich das Setup auch ohne den dritten Blitz vorstellen. Ich finde es halt insgesamt schöner, wenn der Hintergrund noch so ein bisschen freundlicher, sommerlicher, heller ist. Das entspricht mehr diesem Naturell der Blumen. Und deswegen habe ich einfach einen blanken Blitz auf den Boden gelegt und habe einfach an die Decke bzw. hinten an den Hintergrund geleuchtet. Und das war's.
Das ist der Standard, der Beauty-Standard. Und den muss man beherrschen. Und jetzt kommt eine Krolopp-Regel, die wirklich... Also es ist keine Regel, die man nicht brechen darf, weil in der Fotografie gibt es keine Regeln. Es gibt nichts, was man nicht brechen darf. Es gibt bloß Dinge, die führen zu einem häufigen Erfolg. Sagen wir es so, die Erfolgsquote ist sehr hoch. Ich positioniere immer einen Teil der Lichtquelle unterhalb des Kinns der Person, die ich fotografiere. Im Idealfall ein Drittel der Lichtquelle unterhalb, ein Zweidrittel überhalb. Und das gibt halt immer noch so ein bisschen Schattierung, aber es gibt keine schwarzen Schatten. Und bei vielen Menschen, gerade bei Mädels, ist diese Schattierung gar nicht so gern gesehen, weil man dadurch ein bisschen älter wirkt und ein bisschen, ja, Probleme im Gesicht hervorholt. Und das muss nicht sein. Also, man kommt schön in die Augen, man kommt schön unter das Kinn, man hat aber immer noch eine Dominanz von oben, weil ja zwei Drittel oberhalb und ein Drittel unterhalb ist. In dem Fall habe ich vielleicht wahrscheinlich so ein Viertel. Ja, wenn so, also die, wo war die Kamerahöhe? Die Kamerahöhe war ungefähr so. Ja, vielleicht ein Viertel habe ich unterhalb des Kinns gehabt. Nicht ganz ein Drittel, aber es bleibt immer noch ein Teil unterhalb des Kinns. So, das war's. Einfach ausprobieren. Ich kann garantieren, dieses Licht werden Menschen lieben. Es sind nicht nur Models, die das lieben. Auch normale Menschen lieben das. Und deswegen können wir ja einfach mal hier Folgendes machen. Und zwar, komm mal her bitte hinter der Kamera. Setz dich ruhig mal davor. Ja, setz dich mal hin. Komm, hier ran. Da. Hier ran setzen. Tschüsschen. Ja.